ich lese EÜR leicht gemacht, die Einnahmeüberschussrechnung, ein Lehrbuch für Studium und Praxis, zweite Auflage, das ist dieses Buch. So, ich bin angekommen in drittens Geschäftsvorfälle, Lektion 8, die Betriebseinnahmen. Die Lektion hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Seiten und danach geht es weiter mit Lektion 9, der Eigenverbrauch. Lektion 8, die Betriebseinnahmen. Lektion 8, die Betriebseinnahmen. Grundsätzlich sind alle Einnahmen, die durch den Betrieb veranlasst sind, Betriebseinnahmen. Das ist natürlich in erster Linie Geld, kann aber auch in Form von Gegenständen sein. Handelt es sich um die Bezahlung von Ausgangsrechnungen des Unternehmens, ist es völlig klar, dass es sich um Betriebseinnahmen handelt. Doch nicht immer sind der Zufluss und der betriebliche Zusammenhang so eindeutig. Was ist eine Betriebseinnahme? Rechtsanwalt R. gewinnt für seinen wohlhabenden Mandanten einen wichtigen Gerichtsprozess. Der Mandant zeigt sich mehr als erkenntlich und schenkt R. neben der prompten Bezahlung der mehr als angemessenen Honorarrechnung zu Dank für sein Engagement und seinen Einsatz eine Marmorstatue des berühmten englischen Bildhauers Henry Moore im Wert von 5.000 Euro. Er stellt die Statue in seiner Kanzlei auf und präsentiert sie ein paar Tage später voller Stolz einem Freund. Dieser weist ihn darauf hin, dass die Statue steuerliche Konsequenzen haben kann. Irritiert fragt er, welche steuerlichen Konsequenzen dies sein sollen. Immerhin handele es sich um ein Geschenk. Rechtsanwalt R. erhielt dieses Geschenk im Rahmen seiner betrieblichen Tätigkeit. Ihm floss ein Vermögensvorteil zu, der zu versteuern ist. Es handelt sich um eine Betriebseinnahme. Fall 32, das Trinkgeld. So leicht will er sich nicht geschlagen geben. Die Statue ist doch als Trinkgeld für seine überragende Prozessführung zu betrachten und Trinkgelder sind unabhängig von der Höhe gemäß Beschluss 3 Nummer 51 Einkommensteuergesetz steuerfrei. Die Steuerbefreiung für Trinkgelder gilt nur für Arbeitnehmer. Unternehmer können keine Trinkgelder bekommen. Alle Einnahmen, die ihnen im Rahmen der betrieblichen Tätigkeit zufließen, sind als Betriebseinnahmen zu versteuern. Betriebseinnahmen lassen sich folgendermaßen klassifizieren. Betriebseinnahmen lassen sich folgendermaßen klassifizieren. Einnahmenzuflüsse aus der Haupttätigkeit, Honorarrechnungen bei Freiberuflern, Verkäufe beim Tante-Emma-Laden, Einnahmen aus Hilfsgeschäften und Nebentätigkeiten, Verkauf von Anlagevermögen. So, ich fange nochmal an. Betriebseinnahmen lassen sich folgendermaßen klassifizieren. Einnahmenzuflüsse aus der Haupttätigkeit, Honorarrechnungen bei Freiberuflern, Verkäufe beim Tante-Emma-Laden. Nächste Qualifikation. Einnahmen aus Hilfsgeschäften und Nebentätigkeiten. Verkauf von Anlagevermögen. Verkauf des betrieblichen PKWs.
Entnahmen von Gütern und Leistungen kein Geld. Diese Entnahmen werden über den Eigenverbrauch wie eine fiktive Betriebseinnahme eingesetzt. Sonstige Wertzugänge, zum Beispiel Geschenke im Rahmen der betrieblichen Tätigkeit. Sonstige Wertzugänge im Rahmen der betrieblichen Tätigkeit in Form des Tausches. Ein kleiner Fall soll die wesentlichen Punkte darstellen. Fall 33, Einnahmen ohne Ende. So. Fall 33, Einnahmen ohne Ende. Sie sind Steuerberater und Rechtsanwalt R. kommt im Mai 01 wegen seiner jährlichen Steuererklärung zu Ihnen. Er ist zwar Fachanwalt für Steuerrecht, aber ganz so kompliziert hat er sich das Steuerrecht dann doch nicht vorgestellt. Folgende Fragen trägt er an Sie heran. Ein Mandant hat es endlich geschafft, die fällige Honorarrechnung aus 00 am 8. 01 zu überweisen. Grundsätzlich weiß er ja, dass es eine Betriebseinnahme ist, aber ist diese in 00 oder 01 zu erfassen? B. Er hat ein Unterkonto von seinem betrieblichen Bankkonto eingerichtet, das als Tagesgeldkonto fungiert. Die für 00 erhaltenen Zinsen, 580 Euro, würde er gerne bei den Einkünften aus Kapitalvermögen ansetzen, da er mit 25% Abzugsteuer, Zinsabschlagsteuer seiner Meinung nach besser fährt. C. Aus seiner Beteiligung an der Reno Software GmbH anerkanntes notwendiges Betriebsvermögen erhält er eine Gewinnausschüttung von 5.000 Euro ohne Berücksichtigung der einbehaltener Steuern. Für die Finanzierung dieser Beteiligung hat er im Jahr 1.000 Euro Zinsen bezahlt. D. Mit seinem betrieblichen Pkw fährt er auch privat. Er hat das ganze Jahr über ein Fahrtenbuch geschrieben. Die private Nutzung beträgt laut Fahrtenbuch 25%. Wie oben bereits erwähnt, erhält er eine Statue von Moore. Ein anderer Geschäftsfreund bedankt sich zu Weihnachten mit einem Kugelschreiber Marke Pennymarkt. F. Im Jahr 01 erhielt er eine Einkommensteuererstattung für 98 in Höhe von 4.000 Euro. Vorsichtshalber führt er die Erstattung bei den Betriebseinnahmen auf. G. Während des Gesprächs erinnert sich Rechtsanwalt R. an ihre eigene überfällige Honorarrechnung. Er schlägt vor, diese einfach unter den Tisch fallen zu lassen. Dafür vertritt er sie beim nächsten Honorarprozess ebenfalls kostenfrei. H. Er verkauft im vergangenen Jahr einen edlen Schreibtisch seines Anlagevermögens, in Klammern Mahagoni, für 1.500 Euro. Diesen Betrag hat er noch nicht erfasst, weil der Schreibtisch sowieso schon abgeschrieben war und keinen Buchwert mehr hatte. I. Zum Schluss erinnert sich Rechtsanwalt R. an die erhaltene Versicherungsentschädigung für einen gestohlenen betrieblichen Pkw. J. Aufgrund des Diebstahls erhielt R. eine Gutschrift über zu viel gezahlte Kfz-Steuer. Da dem zuständigen Finanzamt nicht die Bankverbindung bekannt war, schickte SR einen Verrechnungscheck. Diesen löst er bei seiner privaten Hausbank ein. Zu A.
Es gilt das Zufluss- bzw. Abflussprinzip. Die Einnahmen ist also mit Zufluss erst im Jahr 01 zu erfassen. Ausnahmen von diesem Prinzip werden in der Lektion 16 Zu- und Abflussprinzip erläutert. Zu B. Bei den Zinseinnahmen handelt sich also A. Zufluss-Abflussprinzip. Die Einnahme ist also mit Zufluss erst im Jahr. Also, ja. Zu B. Unterkonto. Bei den Zinseinnahmen handelt es sich um ein Nebengeschäft zu seiner Haupttätigkeit. Das Guthaben hat nie den betrieblichen Bereich verlassen. Die damit im Zusammenhang stehenden Einnahmen gehören zu seiner freiberuflichen Tätigkeit, auch wenn die Zinseinnahme klassische Einkünfte als aus Kapitalvermögen darstellen. 52%. Es gilt hierbei als selbstständig gewerbliche oder Einkünfte aus Land schlagen Zinseinkünfte. So, Beschluss 20 Absatz 1 Einkommensteuergesetz. So, ich habe immer mehr den Eindruck, ich müsste mir ein Einkommensteuergesetz besorgen. Aus seiner Beteiligung an der Renault Software GmbH. Bei den Einnahmen handelt es sich um Betriebseinnahmen, weil die Beteiligung an der GmbH dem Betriebsvermögen zugeordnet ist. Jedoch ist dabei folgende Besonderheit zu beachten. Erträge aus betrieblichen Beteiligungen an Kapitalgesellschaften GmbH unterliegen dem Teileinkünfteverfahren. Das bedeutet, 60% der Einnahmen werden steuerlich berücksichtigt, 3.000 Euro, 40% der Einnahmen sind steuerfrei. 3 Nummer 14 Einkommenssteuergesetz, 2.000 Euro. So, im Gegenzug sind nur 60% von 1.000 Euro der damit berücksichtigten zusammenstehenden Ausgaben zu berücksichtigen. Beschluss 3c Absatz 2 Einkommensteuergesetz, das sind 600 Euro Abzug. Steuerlich ist damit nur folgender Betrag zu versteuern, 2.400 Euro. Zu D. Der betriebliche Pkw fährt auch privat. Rechtsanwalt R. muss für seine Nutzung als fiktive Betriebseinnahme erfassen. Da er ein Fahrtenbuch geführt hat, wird seine private Nutzung nicht pauschaliert ermittelt. Für die private Nutzung wird das Verhältnis von betrieblichen zu privaten Kilometern ermittelt. In Höhe der privaten Nutzung erfolgt der Ansatz einer fiktiven Betriebseinnahme. So, zu E, E ist die Marmorstatue von Moore. Die Statue erhielt er in Rahmen, im Rahmen. So, Deutsch, Schwertsprache, Finanzamt, nichts Deutsch. Er im Rahmen seiner freiberuflichen Tätigkeit als Dank für den gewonnenen Prozess. Es ist für das Geschenk also ein wirtschaftlicher Zusammenhang mit seiner betrieblichen Sphäre gegeben. Es gibt eine betriebliche Sphäre. Ich weiß nicht, wie Leute auf die Idee kommen, so eine Scheiße so zu schreiben. So. Ich bewege mich gerade in betrieblichen Sphären als Rechtsanwalt. Und sie kriegen das auf die Rechnung. Er muss den Vermögenszuwachs 5.000 Euro versteuern. Bei dem Kugelschreiber handelt es sich ebenfalls um ein Geschenk im Rahmen seiner Anwaltstätigkeit. Dabei ist jedoch die wirtschaftliche Bereicherung so minimal,
dass es bei diesen Steuerartikeln keine Besteuerung gibt. Nee, Streuartikeln, so. Es sind auch Steuerartikel, man kann das abschreiben, wenn man solche Werbegeschenke macht. Zu F, die eigentlich, was ist F? Die Einkommensteuerrückerstattung. Die Einkommensteuer ist als private Steuer keine Betriebsausgabe. Demnach ist eine Erstattung der Einkommensteuer auch keine Betriebseinnahme. Zu G. Das mit der Honorarrechnung. Grundsätzlich würde es sich bei diesem Sachverhalt um ein Tauschgeschäft handeln. Die eigene Honorarleistung würde mit der Leistung des Rechtsanwaltes aufgerechnet werden. Das erfolgt durch Erteilung einer Gutschrift mit Beleg. Auch dieser Vorgang wäre buchhalterisch zu erfassen. Dabei ist jedoch zu beachten, dass die eigene Leistung umsatzsteuerpflichtig ist, die Leistung des Rechtsanwalts jedoch mangels Rechnung nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt. Siehe Lektion 4, Einstieg in Umsatz- und Gewerbesteuer. Die Aufrechnung bzw. der Tausch könnte erst erfolgen, wenn die Leistung durch den Rechtsanwalt erbracht wäre, solange der Leistungsaustausch noch nicht gegeben ist, muss ich als Steuerberater die Einnahme, also Einnahmeüberschussrechner, nicht versteuern. Ich weiß jetzt schon nicht, was also Einnahmeüberschussrechner nicht versteuern. Ich nichts verstehen, was Einnahmeüberschussrechner ist. So. Zu H, was ist H? Der Verkauf des Schreibtisch. Bei dem Verkauf von Anlagevermögen, Lektion 12, das Anlagevermögen und die Abschreibung handelt es sich um einen betrieblichen Erlös, die Einnahme ist zu versteuern. I. Die Versicherungsentschädigung für den gestohlenen Pkw. Versicherungsentschädigungen können ebenfalls zu betrieblichen Einnahmen führen, wenn die Entschädigung betrieblich bedingt ist. Davon ist immer auszugehen bei Büroversicherungen und Ähnlichem. Da würde aber ein Pkw versichert. J. Der Gutschrift der zu viel gezahlten Kfz-Steuer. Bei der Erstattung handelt es sich de facto ebenfalls um Betriebseinnahmen. Gerne wird in diesem Zusammenhang von negativen Betriebsausgaben gesprochen. Die betrieblich veranlassten Aufwendungen werden durch die Erstattung gemindert. Der Gewinn wird erhöht. Auch die Zahlung auf ein privates Konto ändert an der Betrachtung nichts. Auch die Vorgänge, die über private Bankkonten laufen und betrieblich bedingt sind, müssen im Rahmen der EÜR erfasst werden. Somit lässt sich die folgende Definition für Betriebseinnahmen formulieren. Leitsatz 12. Definition einer Betriebseinnahme. Betriebseinnahmen sind alle Zugänge in Geld oder Geldeswert, die durch den Geschäftsbetrieb veranlasst und zugeflossen sind. Ein Wertzuwachs ist betrieblich veranlasst, wenn ein nicht nur äußerlich, sondern sachlicher, wirtschaftlicher Zusammenhang gegeben ist. Ende des Leitsatzes 12. Steuertipp ist auch ein farblich abgesetzter Kasten. Steuertipp. Gerade wenn Sie Geschäftsfreunden ein wertvolles Geschenk machen, wollen Sie diese nicht dadurch vergnatzen, dass diese das Geschenk nachversteuern müssen. Für diese Fälle
steht die Option, dass sie die fällige Steuer als pauschale Steuer 30% übernehmen. Näheres zu der Regelung finden Sie im Beschluss 37b des Einkommensteuergesetzes. So, das Ganze endet mit der Großübersicht 16 Betriebseinnahmen von A bis Z. So, die lese ich jetzt einfach vor und dann ist die Lektion 8 beendet. Es geht dann weiter mit Lektion 9, der Eigenverbrauch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Seiten. Die lese ich heute nicht mehr. Also, Lektion 8, die Betriebseinnahmen, endet mit Großübersicht 16. Betriebseinnahmen von A bis Z. Abfindungszahlungen sind als Betriebseinnahmen zu erfassen, soweit der betriebliche Zusammenhang gegeben ist. Zum Beispiel Abfindungen für zeitlich befristetes Tätigkeitsverbot. Anzahlungen. Erhaltene Anzahlungen sind mit Erhalt Betriebseinnahmen inklusive Umsatzsteuer. Bestechungsgelder. Werden die Gelder bezahlt, um den Empfänger zu einer betrieblichen Leistung zu veranlassen, Auftragsvergabe, sind diese beim Empfänger Betriebseinnahmen. Beteiligungserträge treten bei den selbstständigen Tätigkeiten seltener auf als bei den gewerblichen Tätigkeiten. Beteiligungserträge sind betrieblich veranlasst und als Betriebseinnahmen zu erfassen, wenn die Beteiligung zum Betriebsvermögen gehört. Darlehen. Darlehen dienen der Liquiditätsverbesserung und fließen nicht endgültig zu. Sie müssen zurückgezahlt werden. Aus diesem Grund gelten Darlehen nicht als Betriebseinnahmen. Aber erfolgt durch den Darlehensgläubiger ein Darlehensverzicht, ist in Höhe der zu dem Zeitpunkt bestehenden Schuld aufgrund des Vermögenszuwachses eine Betriebseinnahme zu versteuern. Durchlaufende Posten. Durchlaufende Posten gelten explizit nicht als Betriebseinnahmen. Beschluss 4 Absatz 3 Einkommensteuergesetz. Entnahmen von betrieblichen Wirtschaftsgütern oder Leistungen für private Zwecke führen zu fiktiven Betriebseinnahmen. Erbanfall. Im Regelfall ist eine Erbschaft privat veranlasst. Sie kann zu Betriebseinnahmen führen, wenn ein betrieblicher Zusammenhang gegeben ist. Zum Beispiel Erbschaft eines Altenheimes durch ehemalige Bewohnerin als Erblasserin. Ersparte Aufwendungen. Ersparte Aufwendungen, zum Beispiel Unternehmerlohn, führen nicht zu Betriebseinnahmen. Geschenke. Es handelt sich nicht nur um Aufmerksamkeiten. Haben die Geschenke also einen wirtschaftlichen Wert und sind sie betrieblich veranlasst, handelt es sich um Betriebseinnahmen. Nutzungsvergütungen führen zu Betriebseinnahmen, zum Beispiel wenn betriebliche Grundstücke verpachtet werden. Preisgelder können zu Betriebseinnahmen führen. Preisgeld für das Lebenswerk, keine Betriebseinnahme. Preisgeld für ein geschaffenes Werk, Betriebseinnahme. Spiele, Gewinn aus Glücksspielen, führen nicht zu Betriebseinnahmen. Einnahmen aus Geschicklichkeitsspielen können jedoch Betriebseinnahmen sein. Besonderheit Pokern. Wird Pokern professionell ausgeübt, gilt das nicht als Glücksspiel. Pokergewinne sind zu versteuern. Trinkgelder. Empfängt der Unternehmer die Trinkgelder, ist dies steuerpflichtige Betriebseinnahme. Erhält der Angestellte Trinkgelder, sind diese steuerfrei. Wette, Wettgewinne, Verluste sind stets privat veranlasst. Zuschüsse. Betrieblich veranlasste Zuschüsse, zum Beispiel Eingliederungszuschuss, Arbeitsamt, sind stets Betriebseinnahmen.
Bestimmte Zuschüsse sind jedoch nicht zu versteuern, zum Beispiel Investitionszulage, und erhöhen somit nicht den steuerlichen Gewinn. So, es geht weiter mit Lektion Eigenverbrauch, nur halt nicht heute. Tschüss.